Hallo und herzlich willkommen bei Sugar Princess. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man eine Torte vorbereitet für eine Buttercreme-Verzierung. Und zwar habe ich vor, ein bisschen Pastellfarben zu arbeiten mit der Buttercreme. Und ich benutze diesmal etwas leichtere und weniger süße Cremes, die in Deutschland vielleicht besser ankommen als die amerikanische Buttercreme. Selbstverständlich könnt ihr die Creme nach eurem Belieben ersetzen. Sie muss auch nicht fondantauglich sein, weil die Torte ja mit Buttercreme verziert wird und nicht mit Fondant. Für diese Torte habe ich den Biskuit verwendet, den ich gerne backe. Das Rezept verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann habe ich zwei Cremes verwendet, und zwar die französische Schokoladenbuttercreme und die Swiss Meringue Cream. Und wenn ihr soweit alles vorbereitet habt, geht es ja nur noch darum, dass die gekühlten Biskuitböden jetzt geschnitten werden. Und damit starten wir jetzt auch in diesem Video. Und dann zeige ich euch das Füllen und das möglichst gerade einstreichen und die schlussendliche Verzierung der Torte. Meinen gekühlten Biskuitboden, den packe ich mir jetzt hier aus der Frischhaltefolie. Ich habe jetzt hier wieder mein Abstandshaltermesser. Das habe ich ja schon ein paar Mal gezeigt in den Videos. Das habe ich auf 2 cm eingestellt, weil der Boden einfach 4 cm hoch ist. Und ich schneide jetzt einfach hier erstmal meine Markierung ringsherum. Und dann kann ich ihn ganz durchschneiden. Die Hand stabilisiert hier oben. Perfekt. Ich werde jetzt diese Seite werde ich ganz oben haben. Genau, also so wird die Torte am Ende dann gestapelt sein. Und dazwischen kommen natürlich die Lagen Buttercreme. Ihr könnt einen Spritzbeutel nehmen und schon mal eine Tülle reinmachen. Also einen Adapter reinmachen, meine ich. Dann lässt man jetzt das hier durchfallen. Da kommt's. Das zieht man jetzt hier unten raus. Auf diese Weise sitzt jetzt dieser Beutel mit der Buttercreme schön drin. Man zieht es bis ganz unten und schneidet jetzt hier unten die Folie auf. Und dann kann man wunderbar den Beutel auch nachher nochmal für eine andere Buttercreme verwenden. Hier habe ich wie immer meine Tortenpappe. Da gebe ich ein ganz kleines bisschen Buttercreme unten drauf. Und verschreie ich das schön, damit es dann auch klebt. Jetzt kommt der unterste Boden hier unten drauf. Schön mittig. Und ich kann ihn schon mal füllen. Der Trick ist der, dass man einfach außenrum einen weißen Ring spritzt und dann in die Mitte die Schokoladencreme verteilt. Das heißt, wir nehmen uns unsere weiße Creme, die Swiss Meringue, und spritzen einmal hier ringsrum. Und dann kommt die Füllcreme. Das könnt ihr auch mit der Palette machen, muss nicht mit dem Spritzbeutel sein. Dann hier einfach gerade streichen im Inneren, den äußeren Rand einfach so lassen, dass die Schokolade bloß nicht nach außen dringt. Wir wollen die außen von der Farbe her nicht haben. So, und jetzt kann man den letzten Boden aufsetzen. Schauen wir, dass möglichst alles schön gerade ist. Und jetzt gibt man den Rest der Creme einfach hier auch nochmal drauf. Das könnt ihr auch mit der Palette machen. Ich mache es jetzt mit dem Spritzbeutel, der ist eh schon noch voll hier mit meiner Creme. Jetzt ist das Wichtige, dass hier einfach die Krümelkruste noch drauf kommt auf den ganzen Kuchen, und dann wird der Rolling kalt gestellt. Das heißt, ich streiche jetzt einfach, also wenn euch das im Sommer zu arg verrutscht in sich, dann stellt den Rolling noch mal kalt, bevor ihr überhaupt die Krümelkruste drauf macht. Dann hält das in sich besser. Ich mache es jetzt so. Das geht auch, aber es ist halt ein bisschen rutschig so insgesamt. Gerade hier rüber streichen, alle Schichten schön verstreichen, in alle Lücken alles reinstreichen. Das soll nur eine dünne Schicht sein, also ihr könnt hier oben ruhig wenig drauf haben. Die entsprechende Verzierung kommt ja dann erst später, wenn es durchgekühlt ist.
schauen, dass überall alles schön verstrichen ist, dass überall Buttercreme ist. Und schaut, dass ihr jetzt eine separate Schüssel habt für die Buttercreme, die mit den Krümeln jetzt verunreinigt ist. Denn die Krümel wollen wir ja nicht in unserer Buttercreme für die Verzierung der Torte haben. Die soll ja möglichst krümelfrei sein. Das heißt, diese Creme, wo jetzt Krümel drin sind, die streicht ihr in einer separaten Schüssel ab. Und sie dann eben so weit wieder auftragen, wie ihr müsst. Auf diese Weise habt ihr den Rest der Creme eben auch dann noch sauber. Genau, und jetzt könnt ihr mit der Teigkarte hingehen und das Ganze abziehen. Wie immer. Wieder in der Schüssel abstreichen, die für die Krümel zuständig ist. Ich habe jetzt die Torte komplett eingestrichen, also gecrumb-coated. Ihr seht hier, da ist also diese erste Schicht. Und die habe ich halt mit der Teigkarte nochmal abgezogen. Und jetzt, damit ich halt wirklich sie nachher noch ganz, ganz gerade kriege, auch hier oben noch, die ist ein bisschen hubbelig oben drauf, stelle ich sie einfach in die Kühlung und zwar für so mindestens eine halbe Stunde, am besten noch eine Stunde. Und dann kommt die finale Schicht drauf und dann ist die Torte auch fertig. Mein Rohling ist jetzt gut gekühlt und jetzt habe ich mir hier drei verschiedene Farben noch angemischt. Also das Weiß hatte ich ja sowieso schon. Jetzt habe ich noch so ein Pastellgrün und ein Blau. Und ich möchte die Torte eigentlich weiß-blau einstreichen und das Grün nehme ich dann für die Blätter. Außerdem habe ich noch eine rosa Creme für die Rosen obendrauf angemischt. Und ich trage jetzt hier meine Creme noch auf, meine finale Schicht. Und zwar hier unten wird die ganze Torte so bläulich. Jetzt nehme ich mir einfach meine Palette und trage hier unten eine kleine Schicht Buttercreme noch auf. Und wenn das Ganze einmal ringsherum verstrichen ist und schön überall was ist, könnt ihr hingehen und die weiße Creme oben dran bringen. Und ihr seht schon, dass dieser Ombre-Effekt jetzt entsteht, beziehungsweise dieser Blende-Effekt. Und was ich jetzt mache, ist einfach mit der sauberen Palette hier entlang gehen und das Ganze verstreichen. Es gibt einen wunderschönen Effekt. Und wenn ihr so mit dem Verstrichenen zufrieden seid, mit dem Effekt, dann geht ihr einmal mit der Teigkarte noch rum und zieht das Ganze nochmal ab. Hier oben ist es nicht so wichtig, dass die Torte ganz gerade wird, denn hier oben kommt ja noch die Blumendekoration drauf. Ich habe den Kuchen umgesetzt und spritze jetzt mit einer Lochtülle, etwas größere Lochtülle, hier unten einen Perlenrand. Und für das zweifarbige Icing oben, hier um den Rand herum, spritze ich jetzt einfach mit der 1M kleine Röschen. Gerade jetzt den inneren Rand versetzt spritzen. Ihr seht, dass jetzt das Two-Tone etwas nachlässt. Und das ist genau der Effekt, den ich haben wollte, dass in der Mitte halt dann jetzt einfache Rosen zu sehen sind. Ja, und was jetzt noch fehlt, es sind ein paar Blätter, die das Ganze so ein bisschen noch freundlicher machen. Ich spritze das immer hier erst noch auf die Seite. Ich habe hier eine Blatthülle dran. Oder spritze ich jetzt einfach zwischendrin noch ein paar Blätter.
Ja, meine Torte ist nun fertig. Ich bin ganz stolz irgendwie doch auf dieses Werk und ich freue mich, wenn ihr das auch mal versucht. Es macht richtig Spaß. Es ist zwischendurch auch manchmal etwas schwierig und stressig und man denkt, oh Gott, das kriege ich ja nie hin, aber lasst euch nicht abhalten und seid einfach, bleibt cool, lasst die Torte schön kühlen zwischendurch und dann geht auch alles ganz gut. Am besten die Spritzarbeiten vorher mal ausprobieren auf einem Teller oder so und nicht direkt auf der Torte, dann klappt es auch. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt und bis zum nächsten Video. Tschüss!